Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Randall's Monday. Und es hat sich hier einiges getan gerade. Meine Fresse, wieso sieht das jetzt aber mal auf einmal so alles aus? Randall, komm zurück. Ja, ich hatte momentan echt ein kreatives Tief gehabt und ich hoffe, ich kriege jetzt wieder einen kleinen. Nein, ich kriege jetzt einen Hoch. Oh mein Gott, das darfst du nicht sagen. Also, dass ich jetzt einigermaßen gut auf bin und so und alles. Deswegen gab es in letzter Zeit nicht so viele Videos. Wir waren hier bei Sally. Und weil wohl in dieser verschobenen Gegenwart wohl auch Matt sich irgendwie das Leben genommen hat, aber sah es so vorher aus in der letzten Folge, ich kann mich nicht erinnern, vor allem saß Sally die ganze Zeit hier und hat uns als Mörder beschimpft. Jetzt ist sie nicht mehr da, wo ist sie hin? Irgendwas ist passiert. Okay, lass uns mal checken. Der Schlüpper da oben, das ist so super interessant einfach, aber die Bilder wollt ihr nicht wissen. Und wir sollten jetzt tatsächlich auch in die Küche gehen. Ich frage mich immer noch, warum hier... Ach ja, das ist immer noch die Schlüsselgeschichte hier, ne? Komm, Randall. Da wartet der Sergeant, Lieutenant. Scheiße! Alter! Das habe ich nicht erwartet. Und was hast du erwartet? Frischen Apfelkuchen? Das er, ja. Der war gut nett. Naja, nicht unbedingt ein Apfelkuchen, aber schon irgendwie Gebäck. Mr. Randall Hicks? Alter, ja, Gebäck ist gut. Der hat sich in der letzten Folge noch Backofen weggebrutzelt hat. Alter, das ist ja der Hammer. Ich habe es lieber, wenn Sie mich Susan nennen. Jetzt wird mal nicht frech, Kleiner. Ein falsches Wort und du wanderst direkt hinter Gitter. Na klar. Und glaub mir, Susan wird noch der netteste Name für dich da drin sein. Er war mein bester Freund, ich würde ihm nie etwas antun. Beste Freunde, hä? Ja. Tja, irgendwas sagt mir, du bist gar nicht so ein guter bester Freund gewesen. Oh, guck mal hier die Hand. Sagt mir, sie sollten im Dienst nicht so viel rauchen. Der Junge hat recht, Sir. Wenn ich deine Meinung hören will, sage ich es dir schon. Hey, wenn ich Alpha-Männchen google, glauben Sie, ich krieg dann Ihr Bild als Ergebnis, Sergeant? Oh, sieh an, wir haben uns einen Witzbold geangelt. Denkst du, das hier ist witzig? Ja. Na sag schon, Witzbold. Ich weiß nicht, schwer zu sagen. Einerseits tut Matt mir leid, wieder mal. Andererseits, also sein Torso da so auf dem Boden, überall Blut, da, das ist ein ganz neues Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, aber auf eine gewisse Weise ist es komisch. Ja, definitiv. Matt tut dir wieder mal leid? Was soll das heißen? Oh, nichts. Er ist nur einmal im Vergnügungspark verloren gegangen und hatte echt Angst, aber das war nichts, was man mit einer Monsterportion Zuckerwatte nicht hätte wieder hinbekommen können. Okay, kommen wir mal zur Sache. Ja, dann mal woher los. Woher wusstest du, dass das Matthew Griffins Leiche ist? Das Charisma, die Grazie, die Eleganz, wer sollte es sonst sein? Seine Kleidung ist unverwechselbar. Sagen wir mal einfach mal so, ich hatte das Gefühl gehabt, dass in genau die Situation schon einmal war. Wir fangen mal mit das an. Dieses Charisma, diese Grazie, diese Eleganz, wer sonst sollte es sein? Du fängst besser an, das hier ernst zu nehmen, du Arschloch. Hier ist ein Mord passiert, also lass die dummen Sprüche, sonst gibt's noch Ich meine, gut, das hat er sich unmöglich selber alles abgehackt hier, ne? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Tja, glauben Sie's. Diese Leute sehen aus, als verstehen sie ihr Handwerk. Danke, Kleiner. Wir arbeiten auch sehr hart. Wenn ihr mit eurem Geplauder fertig seid, würde ich gern den Verdächtigen weiter befragen. Wie soll das denn Selbstmord sicher, sein? Dass ihr sonst nichts mehr auf dem Herzen habt? So sicher, wie heute Montag ist. Und es ist doch Montag. Richtig? Richtig. Woher kanntest du Mr. Griffin? Nun, der war unser bester Freund, ne? Wir sind, ich kannte ihn kaum. Wir sind eineiige Zwillinge. Wir sind beinahe eineiige Zwillinge. Komm, hau raus. Wir sind beinahe eineiige Zwillinge. Das ist ein sehr ungewöhnlicher medizinischer Zustand, besonders da wir nicht mal Brüder sind. Die Überreste deines Freundes sind noch überall über die Küchenwände verteilt und alles, woran du denken kannst, sind dumme Sprüche. Wenn ich lachen wollte, würde ich dir aufs Klo folgen. Ich wollte nur etwas Spannung abbauen. Um ehrlich zu sein, Matt hätte darüber gelacht. Tja, jetzt gerade lacht er nicht, oder? Weißt du ja nicht. Hey, was soll das? Nur Verwandte und enge Freunde dürfen grausame Scherze machen. War's das? Ja, das war alles. Ich will jetzt gehen. Nicht so schnell. Warum? Ich will genau wissen, wo du warst und was du gemacht hast, als dein Freund hier sich entschlossen hat, die Wände mit seinen Innereien zu verschönern. Naja, also das...
etwas kompliziert, weil... Wie klären wir das jetzt? Lustige Sache. Oh, wirklich? Na dann schieß los. Ich liebe lustige offensichtlich ja nicht. Sehen Sie, ich habe gestern eine Menge gemacht. War ein irrer Tag. Aber dann bin ich aufgewacht und nichts davon war passiert. Ich meine, schon irgendwie, aber nicht gestern, sondern heute. Aber nicht im selben heute. Verstehen Sie? Nein, tue ich nicht. Und das war nicht lustig. Also frag ich einfach nochmal. Was hast du letzte Nacht gemacht? Ich weiß nicht, wirklich, was ich sagen soll. Mein Vermieter sagte, ich wäre gestern betrunken nach Hause gekommen. Das ist gut. Check die Kamera. Ja, okay. Mein Vermieter sagte, ich wäre gestern betrunken nach Hause gekommen. Und dein Vermieter ist wer? Mr. Marconi, Threepwood Street 15. Und du weißt, wo es für dich hingeht, wenn er dein Alibi nicht bestätigt, oder? Ja, ja, ja. Mein Arsch wandert direkt ins Gefängnis. Du lernst schnell, aber irgendwas ist da noch. Es steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Ach, nein. Das ist einfach nur mein scheiße wie langweilig Gesicht. Und wenn wir dann fertig sind, würde ich gerne abhauen. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, verstehen Sie? Nicht so schnell, Allison. Allison. Das hier ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es Allison. Echt jetzt? Gefällt dir nicht? Dann verklag mich doch. Im Ernst, was wollen Sie von mir? Ich weiß nichts. Was wollen Sie denn noch? Eine Autogrammkarte? Erwarten Sie, dass ich in die Halb... Ach komm, Sie lassen mich schon... Im Ernst, was wollen Sie von mir? Ich weiß nichts. Du standest dem Opfer nahe und dein Name tauchte im Abschiedsbrief auf. Meinst du nicht, das macht dich verdächtig, Olivia? Oh. Oh, großer Gott. Suchen Sie sich einfach einen Frauennamen aus und bleiben Sie dabei, okay? Sie verwirren mich. Das ist mein Job. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich schon diesen blöden Brief lesen, dann haben wir es hinter uns. Nur zu, lies ihn. Aber ich sag dir jetzt schon, du siehst nicht sehr gut darin aus. Oh, und beweg deinen Arsch hierher zurück, wenn du durch bist. Okay, Streichholzschott, können wir die mitnehmen? Bop. Hey, was glaubst du, was du da machst? Das ist ein Tatort. Fass nichts an. Na schön, ein andermal. Okay, bin mal gespannt, wann. Muss man einen Hammer kennen? Da. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Warum? Ich wollte das kaputt machen. Alter, bitte. Nee. Das hat nicht so ganz geklappt. Ich wollte eigentlich mal das hier machen. Nee. Okay, dann nicht. War ja noch eine Idee. Aber da hatten wir schon die Schmiegerschraube raus. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Okay. Einmal. So. Den Brief, komm. Oh, Captain, mein Captain. Die schwere Fahrt ist aus. Eine ungewisse Zukunft erwartet uns. Und das erste Mal habe ich Hoffnung. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert menschlichen Lebens erkennen kann, können wir es vielleicht auch. Ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken. Dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen. Und jetzt, da du mir das genommen hast, was mir am liebsten ist, weiß ich, ich muss den Tod nicht fürchten. Dir möchte ich auch danken, Mutter. Danke fürs Renovieren der Küche, für all die hochwertigen Geräte. Ja. Aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich zurücklasse, Sally. In diesem Karussell, das wir Leben nennen, warst du das Beste, was mir jemals passiert ist. Es tut mir leid, dir das anzutun, aber du musst weitermachen. Flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um. Lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen. Das allein zählt. Fall nicht auf ihn herein. Eine Sache noch. John mit dieser Maschine zu sehen. Es machte die Dinge plötzlich so klar. Der Terminator würde niemals aufgeben. Er würde ihn niemals verlassen. Und er würde ihm niemals wehtun. Niemals anschreien. Niemals trinken und ihn schlagen oder sagen, er sei zu beschäftigt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er würde immer da sein. Was? Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von allen Möchtegern-Vätern, die kamen und gingen, war dieses Ding, diese Maschine, der einzige, der etwas taugte. In einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung. Das hat Sinn ergeben. Ergebenst Walt Whitman. Das hat total Sinn ergeben. Das war sinnlos sinnvoll. Okay, aber das haben wir ja auf jeden Fall schon mal. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Den Selbstmord mal außen vor. Reinste Poesie.
Ich habe immer noch das Bild in meinem Kopf, wie beide spielen, während die Mutter im Hintergrund steht, das Messer in der Hand. Alter, ich bin zu Tränen gerührt. Okay. Ich habe hier noch einen Brocken gefunden. Oh, nett. Oh Mann, dieser Mixer ist wirklich klasse. Alter, ja, der ist ja wirklich da reingeschoben. Ich habe mir gerade selber einen übers Internet bestellt. Etwas mehr Respekt, bitte. Ich bin sicher, er wusste nicht, was er tat. Das wusste er ganz genau. Das hier ist eindeutig Selbstmord. Aber wie ist das möglich? Junge, wir wissen, was wir machen. Und wie könnt ihr euch so sicher sein? Erstens, das Spritzmuster an der Wand. Schau dir den Winkel an. Da sieht man ganz genau, dass er es selber war. Hat sich nach und nach in den Mixer geschoben. Aber... Hast du nie Dexter gesehen? Nee. Wir sind ein bisschen wie er. Alter, so kannst du das doch nicht sagen. Wir sind keine Psychos. Und wie hat er das ganz allein hinbekommen? Junge, es gibt eine Menge technische Details, die du nicht verstehen würdest. Na, aber ich würde es gerne mal hören. Der beste Beweis ist doch immer noch der Abschiedsbrief, den er geschrieben hat. Ah, oh. Aber was, wenn ihn jemand dazu gezwungen hat? Er hier zum Beispiel. Glaub ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, hauptsächlich, weil er ein Handyvideo gemacht hat. Und was für ein Handy das war. 600 Megapixel Kamera, 6G, dreifach 3D, Multitouchscreen. Ist ja gut. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber wisst ihr, ob er leiden musste vor Stab? Okay, warte mal. Habt ihr irgendeine Ahnung, was passiert ist? Das Video gibt nicht viel her. Ist nur Blut und Gemetzel. Aber wenn man sich den Brief so ansieht, merkt man deutlich, dass er ein sehr unsicherer, trauriger Mann war. Was, bist du jetzt etwa auch ein Seelenklempner? War nur meine Meinung, Sergeant. Konzentrier dich einfach auf die Fingerabdrücke. Es ist vielleicht eine blöde Frage, aber wisst ihr, ob er leiden musste, bevor er starb? Ja, er hat schrecklich gelitten. Der größte Teil des Videos ist herzzerreißendes Schreien. Aber mein Lieblingsteil ist, wenn der Schock einsetzt und er anfängt, My Way zu singen. Wow, darf ich das mal sehen? Nein, darfst du nicht. Schluss mit dem Rumgehalber, oh, Ladies. Scheiße. Das hier ist eine ernste Sache und ich werde ihr auf den Grund gehen. Matthew Griffin war nicht der Typ für plötzlichen Selbstmord. Irgendwas übersehen wir. Ich glaube, ihr Trenchcoat stellt Checks aus, die ihre Expertise nicht bezahlen kann. Oh. Oh. Ah ja. Ich sehe, ich lag nicht falsch, was dich angeht. Du bist die Sorte Müll, die ich gern recycle. Schluss mit den Spielchen, Senorita. Das geht für dich mächtig schief. Okay. Ich muss dann mal. Wow. Aber wir sind nicht in der Lage, irgendwas davon mitzunehmen, ne? Dürfen wir nicht machen. Hey, was glaubst du? Na schön. Schnauze. Komm, Sergeant. Kann ich denn bitte gehen? Sie haben meine Nummer, also wenn Sie was brauchen, rufen Sie einfach an. Hey, warum so eilig? Sehen Sie, ich habe noch mehr Leute in den Selbstmord zu treiben. Beweise, die ich vernichten muss. Ich bin echt beschäftigt. Du nimmst das hier einfach nicht ernst, Kleiner. Das wird dir noch leid tun. Okay. Hey, das ist ein Tatort. Jo, alles klar. Haben Sie mich gerade Kleiner genannt? Mir kommen die Tränen. Ach nee, mir wird nur schlecht. Raus hier, Kleiner. Aber bleib in der Stadt. Wir brauchen dich hier vielleicht nochmal. Okay. Ich werde sehnsüchtig auf mein Telefon starren wie ein verliebtes Highschool-Mädchen. Das gefällt Ihnen doch, oder? Raus hier, jetzt! Ich glaube, der meint das ernst. Komm, Streichholzschachtel. Hey! Was glaubst du? Na schön. Scheiße, wir kommen hier definitiv nicht rein, ne? Komm, geh ab. Randall, hier geht's längs, komm. Schnuckibärchen. Wo ist Sally jetzt denn? Die hat, glaube ich, einen Seelenklempner gebraucht mit dem, was da alles passiert ist. Können wir hier irgendwas noch mitnehmen? Ich dachte, die Sachen, die auf dem Tisch liegen oder so. Die Weinbuddel, das Foto von Sally. Kein Interesse. Wozu? Ja, das ist sein Freund und so, ne? Nochmal die letzten Änderungen hier, der Marshmallow-Mann. Ich sollte hier keine Unordnung machen. Na, schade. Okay, dann lass uns mal wieder rausgehen. Aber, wie ist denn das möglich? Also, pass auf. Das ist immer mein Arsch voll Geld, ey. Diese Batterien werden vielleicht nochmal nützlich. Habe ich die Batterien? Ach, guck, habe ich die jetzt ausgebaut, ne? Die Fernbedienung. Unser Metrocard, unser Radio. Mein schönes Radio. Komplett zerdrückt. Genau. Die Fernbedienung. Und jetzt kann ich das nicht miteinander kombinieren, ich ne? Ich glaube nicht, dass das was. Kann ich im Allgemeinen was kombinieren? Das brauche ich bestimmt noch für Mary, das Hotdog, mit Sicherheit. Der wird Sandwich. Was soll ich mit dem Sandwich machen? Ich verstehe es nicht. Straßenküche kann ich mir am Kopf aufsetzen, dann kann ich einen Affen machen. Okay. Raus hier. Da da di da 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 di da da. Tschupp. Den habe ich mitgenommen. Das habe ich nicht vergessen. Mir fiel nämlich ein beim Hingelaufen.
So. Können wir da hoch? Da hoch? Randall, da hoch. Okay. Jetzt aber. Da hoch. Nein! Okay, raus hier. So. Was zum Geier ist hier los? Ist das so eine Art Witz? Wenn ja, dann kapiere ich ihn nämlich echt nicht. Okay, erstmal die Fakten. Ich erlebe denselben Tag nochmal. Ich war nie ein Vorzeigeschüler, aber ich glaube, das sollte nicht passieren. Jedenfalls nicht um diese Zeit im Jahr. Dazu kommt, ich bin der Einzige, dem das klar zu sein scheint. Außer dem Penner. Also habe ich den Verstand verloren? Meine Mom hat immer gesagt, wenn ich zu lange dieses Spiel mit dem italienischen Klempner spiele, macht's mir das Gehirn kaputt. Ah. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich mal passieren würde. Ja, aber Super Mario aber macht trotzdem. Ein paar Sachen, die ich gestern gemacht habe, blieben unverändert. Ich habe immer noch das Geld von Mel. Und die Feuerleiter ist auch noch kaputt. Das ist echt seltsam. Haben wir denn den Ring wieder? Vielleicht ist der dämliche Ring der Schlüssel. Ich glaube, ich muss ihn wieder beschaffen. Und das schnell. Hey, sieh mich nicht so an. Wir kriegen das schon hin. Okay, aber haben wir den Ring vielleicht? Noch? Muss unser Portemonnaie, also beziehungsweise das von... Das haben wir gar nicht. Das Portemonnaie ist weg. Okay. Das heißt, wir müssen zum Mal. So, zu Mel. Wo war der denn? So, das ist Matt Mel's. Schieß mich tot, Shop. Ja, okay. Schöne Rohre, ne? Und da wären wir. So, da wären wir beginnen. Sollen wir schon mal rein? Egal. Meine lieben Kerlchen, das war's wieder für heute. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ich meine, das mit Matt, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Witziger Selbstmord, ne? Ich frage mich, wie hat das funktioniert. Er ist hier. Oder gleich mit dem Kopf rennen. Ich keine Ahnung, wie man sich so umbringen kann. Oder er ist direkt reingesprungen. Egal. So, Kerlchen, das war's wieder für heute. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.